Hey ho, meine Legionäre, und willkommen zu einer weiteren Schlachtenanalyse von Ranglisten-Matches. Die heutige Folge wird nur ein Match beinhalten, weil das Match einfach 16 Minuten lang geht und ich euch nicht unbedingt nochmal dann in 19 Minuten Match dranhängen möchte. Von daher lassen wir das mal als einzelne Folge dastehen. Und es ist, ja, wir greifen an. Also ich greife an in dem Moment. Wie das Übliche, direkt am Anfang erstmal ein Turm. Und hier werde ich schon angefragt von Motaros, ob ich dann mit ihm oder mit den anderen, wie lange ich noch online bin oder ob wir dann halt ein paar Ranks zusammen machen wollen. Eine gute Strategie für diese Map ist zum Beispiel, wenn ihr es einfach machen wollt, dann schiebt ihr erstmal alle Türme ran und lenkt die Leute hier ein bisschen an A ab, mit ein paar Leuten, die da halt, also von unserem Team, die dann halt dann beide Türme hochpushen, an B pusht auch ein Turm die Leute ein bisschen hoch und dann braucht ihr ein, zwei Leute, die hier über die Mauer klettern an der rechten Seite und dann innen drin mit starken Einheiten, am besten Kaff oder ähnliches, durch die Stadt reiten können, um dann zum Beispiel B einzunehmen. Es funktioniert sehr gut und wird zum Beispiel auch im Territorialkrieg auch so gespielt. Das ist zum Beispiel was, der mit dem Hammer ist da drüben jetzt hochgeklettert und ich glaube, der geht auch direkt drauf. Ich bin zum Beispiel auch, ich habe hier ganz, ganz krasses Glück gehabt, dass ich hier unten drauf gefallen bin. Wäre ich eins daneben gefallen, ich wäre instant RIP gewesen. So, und jetzt lasse ich gerade meine Matalatoris einfach hochlaufen, weil, keine Ahnung. Einfach, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ein bisschen die Schnauze voll von dem Match davor zum Beispiel. Und ihr seht aber schon, dass da hinten Bogenschützen stehen, die uns die ganze Zeit hier anschießen. Also, da links unten und da hinten stehen Bogenschützen. Und ihr habt gesehen, die Langbogenschützen, die werden oft gespielt. Auch wenn die Leute immer so gerne sagen, die Langbogenschützen sind kacke, die sind Rotz und ähnliches. So Rotz, finde ich, sind sie gar nicht. Und wenn ihr gerade auf den Tribok geachtet habt, die haben hier hinten direkt auf den Turm geschossen. Ist auch wieder so, dass zum Beispiel hier drüben, ich weiß nicht, warum die Leute nicht unbedingt auf den Punkt dort gehen. Weil wenn man zum Beispiel eine Art Druck macht mit, sag mal, 10 Mann und man ist mit 15 Mann unterwegs, dann können auch immer noch locker 5 Mann auf B laufen und dort Druck machen, weil die Gegner werden immer sich dafür entscheiden, erstmal A zu verteidigen. Weil die im Normalfall eigentlich jetzt nicht so sagen, so, ja, ich muss jetzt da und da verteidigen, sondern die sagen einfach so, okay, ich muss jetzt verteidigen und ich stehe jetzt einmal in A, also renne ich nicht zu B. So argumentieren die ja eh meistens dann. Das habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden. Der ist einfach, für mich ist der einfach von der Mauer geklitscht. Und ist euch vielleicht auch aufgefallen, in der letzten Zeit sind halt die Surfer ein klein wenig laggy. Wie gesagt, man sieht, dass ich hier mit den Leuten, die mit mir jetzt zusammenlaufen, dann hier unten hin pushen möchte. Einfach so, um dann zu versuchen,
ja, den Punkt einzunehmen. So, um B dann halt zu bekommen. Er rennt jetzt hier mit den eisernen Schnitzlern rein. Ich heile mich zum Beispiel noch nicht. Und jetzt walk ich von der Seite rein, für den Fall, dass die wirklich reinchargen wollen. Aber ich werde gleich wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, einfach wieder geone-shottet. Auch meine Piken haben sich jetzt so abgestützt. Und damit ist das ja eigentlich schon für uns gelaufen. Weil die Schildmeiden haben uns einfach komplett zerstört. Also Schildmeiden und Varäger, alles kein Problem. Man sieht, dass wir jetzt hier diesen Punkt haben. Ist aber trotzdem noch nicht so krass. Das hier zum Beispiel, den Tribok. Ihr habt es gesehen, der steht auf dem Punkt hier oben. Nichts davon geht durch. Das ist vielleicht ein Schuss, der da durchgeht. Der Rest ist hier in die Mauer geflogen. Wie ich es schon markiere. Das sind dann auch die Dinge, wo ich mich so frage, warum? Einfach die Frage, warum? Mittlerweile haben wir A. Hat aber nichts zu sagen, weil, ja. Das da hinten zum Beispiel an der Treppe ist für mich jetzt gleich so ein Ding, wo ich sage so, hoppala, was ist denn da passiert? Weil da hinten sind, glaube ich, Varäger oder ähnliches gewesen. Also anhand, wie sie ausgesehen haben, sind es für mich Varäger. Und die haben halt mit den Berserkern einfach nur den Boden aufgewischt. Und das ist dann etwas, was halt richtig kacke ist. Auch hier jetzt die Schildmeiden. Die sind super gut wahrscheinlich geskillt. Und auch von der Doktrin her. Und da habe ich 16.000 von Piken gekriegt. Wo ich keine Ahnung hatte, wo die saßen. Da habe ich nochmal Schaden gekriegt von den Varägern. Also, ja, man sieht auch, die Einheiten darf man nicht unterschätzen. Und zweite Einheit komplett down von mir. Jetzt habe ich es im Haus geschrieben. War natürlich nicht mein Plan zu schreiben hier im Haus. Passiert jedem mal. Und ich weiß, wir haben Doppelklingen bei uns im Team. Oder zumindest Leute, die auch sich schon drüber gesneakt haben, um diesen Punkt hier oben zu erreichen. Momochi Tanba zum Beispiel hat vor, war glaube ich der hier das eingenommen hat. Das heißt, der Cater hier, der macht das richtig. Ich habe gesagt, versucht euch den Punkt C zu sneaken. Er macht es direkt richtig. Er geht direkt auf den C-Punkt und versucht sich den C-Punkt zu sneaken. Das hier habe ich jetzt beobachtet, was Flair da macht. Und ich denke mir einfach nur so, why? Einfach nur, warum tust du das? Ist reingerannt und gestorben dort an der Stelle. Also ist für mich halt wieder so Verschwendung von Ressourcen gewesen. In dem Moment halt Spieler selbst oder halt dann Einheiten, je nachdem wie man es halt möchte. Was ich auch manchmal doof finde, ist so bei der Farbverteilung, was sind jetzt wirklich alles Gegner und was nicht. Es gibt manche Verkleidungen, die einfach grün sind und wenn dann auch bei dir im Team welche sind, die einfach grün sind, dann weißt du nicht, sind die jetzt aus deinem Team oder halt nicht. Es hat wieder dieses so nice Double Longbows. Wie gesagt, die Langbogenschützen haben halt einen Vorteil. Sie machen an gegnerischen Fernkämpfern oder Fernkampfeinheiten
sehr, sehr viel Schaden. Das darf man, die 20% mehr Schaden darf man halt nicht unterschätzen, ganz einfach. So, ich stelle meine Einheit jetzt einmal hier hin und versuche mich, weiß gar nicht warum, aber ich versuche mich direkt auf C hoch zu sneaken. Also sneaken kann ich es nicht nennen, ich reite einfach wie so ein Geisteskranker jetzt mit da hoch, weil ich gesehen habe, wurde angekappt. Und ja, ich cap weiter an und stehe natürlich instant 5 Helden da oben. Jetzt schicke ich meine Bogenschützen weg und argumentiere für mich so nach dem Motto, okay, ich habe es versucht. Ich habe zumindest kurz drauf gestanden. Und ich persönlich sehe jetzt dann gleich, das müsste jetzt eigentlich auch sein, da oben, wo die hier stehen, da so, sehe ich jetzt gleich was, wo Flair jetzt gerade steht, was mir sehr gefallen hat. Und ich habe natürlich unten wieder die ganze Zeit 69 stehen. Hier, genau hier, wo jetzt Senpai steht. Denn da hat hier nämlich, was ich witzig finde, ja, der stellt ja seine Fernkämpfer hin. Und die Gegner kommen natürlich mit den Pferden, kommst du nicht hoch. Und von oben hast du es schwierig, hier runter zu schießen. Heißt, du bist eigentlich relativ gut geschützt. Und das Schöne ist, die Gegner, die hinten auf der Treppe stehen, da seht ihr das, Tribok rein, bam, bam, bam. Metzelt die an der Treppe einfach weg. Da ich jetzt auch spawn, gehe ich jetzt genau dorthin. Und ihr seht, es stellen sich halt immer wieder Leute, die dann einfach einzeln nacheinander reinrennen auf C. Und das ist halt genau das, was ich meine mit, man kann nicht gewinnen, wenn die Leute genau das tun. Du kannst nicht einfach erwarten, dass du dich irgendwo hinstellst und einfach dann den Punkt überrennst. Sondern in dem Moment, wo du das versuchst, immer wieder einer nach dem anderen, du schaffst es nicht. Du rennst rein und stirbst. Du rennst rein und stirbst. So, und ich habe jetzt hinten auch wieder die Treppe bombardiert. So, jetzt kommen leider hier die etwas stärkeren Einheiten, die sagen, yo, dich knall mal weg. Ich glaube, es sind jetzt für die Schildmeiden, die mir hier ein Chaos machen. Ja. Wie gesagt, Schildmeiden dürft ihr nicht unterschätzen. Ihr dürft sie nicht mehr auf Speer skillen, sondern ihr spielt sie jetzt mit Schwert und habt dann halt immer diesen Dreifach-Schildhieb dabei. Diese so dumm, dumm, dumm. Das ist halt wirklich, die schlagen da dreimal schnell zu. Und das war's. Also die machen halt damit massiven Schaden. Und zum Beispiel auch mit solchen Einheiten wie den Stabdolch-Lanciers oder Lanciers mit Stabdolch. Die sind in bestimmten Situationen eigentlich extremst stark. Ihr könnt die reinschicken und die walzen Gegner auf dem Weg rein zu nieder. Und wenn ihr mit der zweiten zurückschickt zum Beispiel, dann machen die massivsten Schaden im Rücken des Gegners. Also ich habe es schon erlebt, als ich sie selbst gespielt habe, dass da mal 10.000 bis 15.000 Schaden pro Hit passieren. Das ist viel. Also damit one-shot ihr ziemlich viele Einheiten direkt. Ja, und im Endeffekt, ihr seht, ich kontrolliere gerade die Zahlen. 68 Einheiten. Wir haben locker verloren. Ich bin random gespawnt und man sieht nur noch Pferde. Und da derzeit die, jetzt würde ich sagen, die Flügelhose an, die Feuerlanzen wieder sehr stark sind. Ihr seht halt, ich probiere es hier auf den Punkt zu gehen, aber wäre halt direkt wieder von 4 Leuten gegangbangt. Und habe denselben Fehler gemacht, den ich auch bei den anderen angemeckert habe. Aber wenn ihr euch auf der Map hier so umschaut, da ist nichts zu machen, weil
Die Gegner pushen uns schon weg, komplett. Die stehen schon draußen vor der Tor, vor den Türen. Und ja, wie es schon geschrieben ist, ist vorbei, aber good game. Weil du müsstest jetzt 10 Helden haben, die ohne Einheiten spawnen und die sich da oben dann durch die Berserker und ähnliches, was da oben jetzt noch steht, durchschnetzeln. Und um das hinzukriegen, haben wir weder Zeit noch die Manpower dafür. Ja. Wie schon gesagt, der eine hat ja geschrieben hier, Liao Rangers sind sau stark. Der hier hat schon aufgegeben, der reitet einfach direkt irgendwo am Arsch der Welt rum. Und man sieht es noch hier, ein paar versuchen nochmal hier hochzureiten. Aber es ist halt immer, wenn du dann einzeln irgendwo hinreitest, keine Chance. Ich kann jetzt auch nochmal spawnen, versuch's auch nochmal, mich durchzusneaken in irgendeiner Form. Der hier, das verstehe ich zum Beispiel nicht, der hat auf einmal noch Kolosse. Also Schnitter. Wo hat er die her? Warum hat er sie jetzt noch? Warum hat er sie vorher nicht verwendet? Es bringt halt auch nichts, wenn ihr eure beste Einheit am Anfang fürs Ende nur aufhebt. Aber es bringt halt auch nichts, die am Ende als letzter noch die Einheit zu haben und dann hast du halt keine Chance mehr, noch irgendwas damit zu reißen. Wenn ihr seht jetzt hier, ich stehe jetzt hier auf dem Punkt, hack nochmal rein, Match vorbei. Keine Chance gehabt. Gut verteidigt halt. A ist gut verteidigt gewesen und dann B ist immer, ja, nicht wirklich rangekommen am Anfang. Man sieht es auch hier, also so viele Kills habe ich jetzt gar nicht gemacht. Also überhaupt nicht. Und Kampfanalyse sieht man auch, wo die Gegner gefallen sind und die ganzen blauen Flecke hier, wo die von uns alle immer so einer nach dem anderen reingerannt sind. Genau da, das zum Beispiel, wo ich sage, da oben, das ist so eine Stelle, da stirbt man als Verteidiger sehr schnell. Das Problem ist, wir haben zum Beispiel extrem viele Leute hier und hier verloren. Genauso wie hier hinten. Und warum? Hier hinten ist wahrscheinlich Kaff nach unten geritten oder sonst was. Oder die Leute sind hier hochgegangen und sind einfach zusammengeschossen worden. Es ist einfach, ja, einfach ganz kacke. Ich meine auch die Heldentote. 56 Heldentote gegen 32. Soldatenkills 700 noch was. Also 783 und 1088. Das ist schon, ja. Wir sind vor allen Dingen, haben wir auch noch Friendly Fire gemacht. Weil 5 Soldaten sind durch irgendeine Art von Friendly Fire gestorben. Also manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn ihr euch jetzt hier eure Statistik mal anguckt. So könnt ihr auch zum Beispiel was lernen, wo Fehler gemacht worden sind. Und ihr seht auch am Anfang hier, unsere Verbündeten, die haben hier am Anfang übelartig einfach ihre Armee reingeballert. Direkt hier erster Ansturm, wahrscheinlich hier irgendwo hin oder hier drüben. Über 200 Einheiten verloren. Und da muss ich ja auch sagen, okay, da muss man halt einfach dann schon mal einschätzen und sagen, okay, das ist kacke gelaufen, das muss man nochmal machen. Und beim nächsten Mal hoffen, dass man ein anderes Team hat, die nicht einfach einen nach dem anderen reinrennen. So. Ich sag ja, so ein längeres Video dann hier zu kommentieren, das ist dann auch dann ein bisschen doof. Und da bleibt es jetzt bei der einen Runde. Ich hoffe, es war informativ wieder mal, dieses Video. Und ich wünsche euch dann jetzt noch ein schönes Wochenende. Guten Start in die nächste Woche dann. Und ja, wir sehen uns dann halt dann auch dann nächste Woche wieder zu Analysevideos. Damit würde ich sagen, haut rein, ciao, ciao und denkt immer dran, immer schön gesund bleiben. Tschüssi!